Bevor wir jetzt mit unserer Steuererklärung anfangen, sollten wir uns natürlich für ein Programm entscheiden. Im letzten Video habe ich aufgedröselt, welche Alternativen es gibt. Ich persönlich habe mich für die Lösung von Boole entschieden. Für was du dich entscheidest, das steht dir natürlich frei. Dieses Video wird die Steuererklärung anhand des Boole-Programms erklären. Die Systematik ist aber bei allen Apps oder Programmen ähnlich bzw. sogar identisch. Wir schauen uns jetzt an, was wir beim ersten Programmstart beachten müssen und vielleicht gibt es auch noch Dinge, die wir vor dem Programmstart beachten müssen. Ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Mein Tipp wäre erstmal, alles so digital wie möglich zu machen. Und damit das gut funktioniert, brauche ich ein Zertifikat von Elster. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten bei Elster, auf die werde ich aber nicht eingehen. Das Zertifikat hat sich bei mir als Allzweckwaffe und als einfachste Lösung erwiesen. Zu dem Zertifikat wird ein Passwort festgelegt, das du dir am besten in deinen Passwortmanager speicherst. Und natürlich sollte das ein generiertes und kein ausgedachtes Passwort sein. Ich gehe jetzt kurz die Vorteile durch, die man hat, wenn man alles digitalisiert bei der Steuererklärung. Das Finanzamt benachrichtigt einen per Mail, wenn die Steuerfestsetzung abgeschlossen ist. Das heißt, man bekommt irgendwie nachts eine Mail und kann dann morgens direkt seine Steuererklärung abrufen. Beziehungsweise das, was das Finanzamt halt daraus gemacht hat. Dann hat man den großen Vorteil der vorausgefüllten Steuererklärung. Diese sorgt dafür, dass ihr eure Lohnsteuerbescheinigung zum Beispiel nicht selbst abtippen müsst, sondern diese automatisch ins Programm übernommen werden. Denn diese Daten liegen dem Finanzamt bereits vor, so wie zum Beispiel auch Daten über Beiträge zu Krankenkassen und Pflegeversicherungen, Lohnersatzleistungen, Vorsorgeaufwendungen und vermögenswirksamen Leistungen. Die Daten, die ich gerade aufgezählt habe, hat das Finanzamt und stellt die euch auch wieder zur Verfügung, sodass ihr sie ganz einfach und automatisiert in euer Steuerprogramm importieren könnt. So werden zum Beispiel Fehler bei der Übertragung verhindert und die Daten sind auch in der Regel vollständig. Zusätzlich gibt es euch die Möglichkeit zu prüfen, ob die Daten, die euch vorliegen, auch dem Finanzamt korrekt vorliegen. Also das auf jeden Fall nutzen. Natürlich, ganz offensichtlich, hat man dann auch die Möglichkeit, seine Steuererklärung elektronisch abzugeben. Spart also einfach Papier. Und nicht nur das, sondern seit ein paar Jahren geht auch das Nachreichen von Dokumenten und Rechnungen auch digital. Es können also PDFs an das Finanzamt geschickt werden. Der Steuerbescheid selbst kommt dann auch wieder digital zurück. Ich habe den zwar auch noch immer im Briefkasten und das ist auch der rechtsverbindliche. Die digitale Version hat aber den charmanten Vorteil, dass diese eben mit ins Programm integriert werden kann, also importiert werden kann. Und das Programm prüft dann gegen, ob das Finanzamt eure Steuererklärung so akzeptiert hat, beziehungsweise zeigt transparent an, wo es Abweichungen gibt. Und dann kannst du dir überlegen, ob du vielleicht Einspruch einlegst. Und auch das geht vollautomatisiert. Das waren jetzt im Schnelldurchlauf einmal die Vorteile, die es für mich so gibt. Und dann möchte ich auch noch auf den Steuerabruf von Boole eingehen. Boole bietet eine Alternative zum Zertifikatsabruf. Ich persönlich würde die nicht empfehlen, muss aber auch eingestehen, dass die einige Vorteile hat, allerdings auch natürlich Nachteile. Bei Boole wird man automatisch benachrichtigt bei neuen Dokumenten. Das finde ich ist ein Vorteil, weil beim Finanzamt, wenn zum Beispiel Daten für die vorausgefüllte Steuererklärung eingehen, bekommt man keine Benachrichtigung. Bei Boole wird man per Mail benachrichtigt. Die Nachteile sind natürlich wieder, man bindet sich ja damit an den Hersteller Boole und die Daten laufen auch ja, über Boole und nicht von meinem PC zum Finanzamt ohne einen Man in the Middle sozusagen, sondern ja, man hat halt den Hersteller Boole dazwischen, der diesen Abruf irgendwie organisiert. Ich empfehle daher den direkten Login bei Elster mit dem Zertifikat und man muss halt in Kauf nehmen, dass man nicht automatisch benachrichtigt wird, aber das ist, finde ich, eine Pille, die man schlucken kann. Die anderen Vorteile überwiegen, finde ich, das ist viel datensparsamer. Damit die digitale Steuererklärung so reibungslos wie möglich funktioniert, möchte ich euch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben. Erstmal seid ihr verpflichtet, Rechnungen so aufzubewahren, wie ihr sie bekommen habt. Das heißt, wenn euch Amazon eine digitale Rechnung schickt, dann sollte die auch digital vorliegen. Wenn ihr eine Rechnung in Papierform bekommt, dann müsst ihr die in Papierform vorhalten. Mein Tipp hier ist, alles digital zu machen und zwar indem ich einfach Rechnungen, die ich in Papierform bekomme, einscanne und zu den digitalen dazulege
und die Papierrechnung natürlich trotzdem in einen Ordner abhefte. Wichtig hierbei ist, ihr müsst diese Daten sichern und im Fall von Datenverlust wiederherstellen können und dem Finanzamt vorzeigen können. Ich lege generell alles digital ab, was irgendwie mit der Steuer zu tun hat, damit ich schnell die Dokumente auch nachreichen kann, wenn sie angefordert werden. Und für mich ist das auch ein besserer Überblick, als wenn ich jetzt einen Ordner habe, wo ein Teil der Dokumente liegt, als auch irgendwie digital die Sachen vorliegen habe. Der letzte Tipp, den ich euch geben möchte, ist, die Steuerdatei zu sichern und zu verschlüsseln. Wenn ihr Tax zum Beispiel benutzt, dann wird bei der ersten Verwendung des Programms eine Steuerdatei angelegt. Die hat die Dateiendung EST gefolgt von dem Steuerjahr. Also zum Beispiel für das Steuerjahr 2022 nennt sich die Dateiendung EST2022. Ja, und das war's. Und die solltet ihr eben gesichert irgendwo ablegen und die Verschlüsselungsfunktion von Bool benutzen. Denn diese Datei wird tatsächlich AES verschlüsselt und es macht absolut Sinn, diese dann auf eine Cloud abzulegen zum Beispiel. Natürlich ist es optimal, wenn man zu Hause im Heimnetz sichert und nicht den großen Anbietern wie Google vertraut. Aber in dem Fall würde ich sagen, die Datei ist verschlüsselt, dann könnt ihr gerne die auf OneDrive, auf Google Drive oder auf iCloud legen. Denn ohne das Passwort kann niemand in diese Datei reinschauen. Auf der anderen Seite, das Passwort musst du dir ganz genau merken, denn wenn du das nicht mehr hast, kannst du die Datei logischerweise auch nicht mehr öffnen. Deshalb empfehle ich immer, einen Passwortmanager für sowas zu benutzen und die Passwörter einfach zu generieren, dann muss man die sich nicht merken. Zu allen Tipps, die ich jetzt hier in diesem Video gegeben habe, packe ich euch natürlich die Links in die Videobeschreibung. Wenn du diesen Kanal unterstützen möchtest, dann findest du auch noch ein paar Affiliate-Links in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und hier kommt die Endcard.